Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 4. Januar 2013. Mein Name ist Norbert Gieso. Wir können gut erkennen, dass sich der laufende Mond in der Waage befindet. Er ist heute Nacht in die Waage gelaufen. Und aus der Waage heraus sieht man hier an dem roten Strich, macht er das Quadrat zu Merkur, Pluto, Sonne, vor allem zur Sonne. Das Quadrat zur Sonne, Sonne-Mond-Quadrat ist am Samstag Nacht um 5 Uhr perfekt. Das bedeutet, der Mond, der auf die Sonne zuläuft, macht jetzt das abnehmende Halbquadrat zur Sonne. Das ist im abnehmenden Zyklus nach dem letzten Vollmond halt die bedeutende Station, dass der Mond im Halbquadrat zur Sonne steht, im Quadrat zur Sonne steht. Was bedeutet das? Die Zeichen Waage, wo der Mond drin steht, und Steinbock, wo die Sonne drin steht, haben ein Quadrat zueinander. Das liegt daran, weil der Steinbock als Erdzeichen sehr stark auf sich, seinen Beruf, seine Berufung, seine Aufgabe, seine Pflichten konzentriert ist, ausgerichtet ist, während die Waage als Luftzeichen sehr starke Offenheit nach außen hat, sehr stark auf Beziehung ausgelegt ist. Und das Quadrat hier zwischen Sonne und Mond zeigt einfach an, ob ich im Mond mit Mond in der Waage meinen Gefühlen oder der emotionalen Stimmung folge und mir auf andere zugehe, mich auf andere einlasse, oder ob ich mit der Sonne im Steinbock konzentriert an meinen Dingen arbeite. Es hat auch damit zu tun, dass der Steinbock sich auf das Wesentliche reduziert. Für ihn ist vor allem die Funktionalität einer Sache sehr wichtig, während die Waage auch sehr stark an der Schönheit, an der Form gefallen findet. Es geht also auch darum, sozusagen, wenn ich das Beispiel eines Radios nehme, ob beispielsweise mir die Funktion wichtig ist, ob das Radio einfach läuft, oder aber auch, ob es gut aussieht, ob es sich gut in meine Wohnung einpasst. Und das können wir auf viele Dinge übertragen. Somit haben Sonne und Mond halt ein Quadrat, sozusagen ein Problem miteinander. Und das kann sich halt auch am Wochenende bzw. am Samstag für uns zeigen, in welche Richtung wir persönlich tendieren. Natürlich immer abhängig davon, welche Strukturen, welche Konstellation wir in unserem persönlichen Horoskop vorfinden und ob halt diese Steinbock-Waage-Geschichte uns dann auch betrifft. Am Sonntag wechselt der Mond dann in den Skorpion. Bis dahin halt Mond in der Waage, wie ich schon sagte, eine gute Stellung für Begegnung, für Kontakt, um auch unser Leben, unsere Wohnung etc. zu verschönern. Dann ab Sonntagmorgen mit dem Mond im Skorpion eine dichtere, eine mehr nach innen gerichtete Schwingung, wo es eben im Skorpion ganz klar um innere Gefühle geht, aber auch um mögliche innere Prozesse, die auch mit Ängsten, Zwängen, negativen Glaubensmustern zu tun haben können. Der laufende Merkur im Steinbock, wir sehen, er pirscht sich hier an Pluto und Sonne heran. Der Merkur erreicht den Pluto auch am Sonntag, Sonntagnachmittag, Merkur-Pluto-Konjunktion, damit werden auch Pluto-Themen sehr stark geistig angesprochen, also Macht, Ohnmacht, Ängste, Auswegslosigkeit, aber auch das Potenzial zur Wandlung und zu erkennen von tiefen inneren Schätzen in uns. Zusammenfassend also heute Freitag und Sonnabend, Mondwaage, Begegnungen, dann zum Sonntag hin eine Verdichtung Mond-Skorpion, Merkur-Pluto, eine Vergiftung in die Skorpionen, die Pluto-Energien, die halt sehr stark mit inneren Prozessen zu tun haben. Ich wünsche allen, die dieses Video verfolgen, einen wunderschönen Tag, ein erfrischendes Wochenende und wir hören uns spätestens am nächsten Montag wieder. Bis dahin.